Moin zusammen, meine Freunde. Schaut euch mein Kackfass an. Der Wagen sieht wirklich von innen wie außen ganz, ganz traurig, ganz bescheiden aus, sodass hier auf jeden Fall was passieren muss. Kiste muss sauber gemacht werden. Na, Kleine steigt halt gerne mittlerweile selber ein, aber das passiert dann natürlich und dementsprechend müssen wir jetzt hingehen und diesen Dreck entfernen. Viel Spaß beim Video, los geht's. Nehmen wir dafür auch direkt mal den Sensitive Surface Detailer von Sonax. Nehmen uns dazu natürlich ein schönes Tuch. Achtung, der ist relativ dünnflüssig. Ja, wie man hier sehen kann. Ich wollte auch immer mal einen Sprühkopf dran machen, weil ich denke, dass das nochmal eine Ecke besser ist von der Funktionsweise her. Und klar, wir haben natürlich jetzt hier relativ viel von diesem Dreckstaub und sowas rumfliegen. Das ist natürlich nicht so dolle, aber bekommen wir ganz gut entfernt, indem man das natürlich so ein bisschen ins Tuch einschließt und dann hier außerhalb ausklopft. Und ja, man kann natürlich auch hingehen, vorher mal so das Gröbste absaugen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir machen das jetzt laut dieser Variante einfach mal, um zu testen, wie weiter kommen. Und das Schöne bei dem Sensitive Surface Detailer ist, der frischt halt hier den Kunststoff. Guckt euch das mal an, richtig schön auf. Ja, im Unterschied sieht man das ja wirklich ganz, ganz eindeutig. Sehr geil, wie der das macht. Und zugleich können wir nämlich hier auch über andere Materialien so ein bisschen drüber gehen. Das ist nicht das Problem. Seht ihr nämlich hier, so an der Seite habe ich ja auch ein bisschen was Flecken drauf auf dem Leder, so dass ich hier nämlich auch drüber gehe. So, und dann machen wir das Ganze jetzt mit einer trockenen Stelle des Tuches nochmal ein bisschen besser. Sehr schön. Ja, in einem anderen Video, weiß noch nicht, ob das bis jetzt schon online ist, habe ich nämlich noch so einen Vergleich gemacht mit 4 verschiedenen Reinigern. Für mich hat diesen Test hier am besten der von Sonax bestanden. Dementsprechend nehme ich den nämlich jetzt auch für die Komplettreinigung der Rückseite hier vom Sitz. Hören wir uns das Ganze erst nochmal so ein bisschen. Hier habe ich auch irgendeinen Quatsch. Ach, guck mal. Kinder. Was ist denn das alles? Okay, das war von mir. So, der ganze Quatsch kann hier mal raus. Dann können wir nämlich hier auch besser arbeiten. Viel angenehmer. Verteilen wir das erstmal grobflächig ein bisschen. So. Gib mir noch mal ein bisschen nach. Ein bisschen mehr drauf. Noch mal so einen kleinen 2-3 Tropfen an der anderen Stelle des Tuches, das ist wichtig. Und dann machen wir das nochmal richtig. Aber guckt euch das an. Also der Reiniger, der ist wirklich top. Und ich werde das demnächst mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich den in eine Sprühflasche umfülle, beziehungsweise mal gucken, ob ich einen Sprühkopf drauf mache, weil das würde mir persönlich noch mal ein bisschen besser gefallen. Aber das war's schon, was will ich hier großartig noch mehr machen? Das funktioniert wirklich super. Guckt euch das mal an. Geil. Sehr schön. Jo, so easy und schnell geht das. Geil. Hier mit der Restfeuchte kann man das Ganze nämlich hier auch mal bei der Türpappe machen. Die sieht nämlich auch sehr bescheiden aus. Gehe ich auch direkt wieder gleichzeitig direkt mit übers Leder, Kunststoff. Und hier sieht es auch nicht gerade toll aus. Ganz auch nochmal. Also der ist echt geil. Also die Farbauffrischung ist auch richtig schön. Egal auf welchem Material hier. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen fleckig. Da müssen wir dann natürlich hier... Ich nehme ein anderes Tuch, ich habe noch ein paar mehr. Mit der trockenen Seite drüber gehen. Ach, sehr schön. Viel besser. Ist die Karre auch bald wieder vorzeigbar. Fußmattenreinigung müssen wir natürlich auch machen. Klar, dafür haben wir einen guten Caramba 7.0.
Ja, und da sieht man jetzt mal, was einfach nur durch einen Nass-Trockensauger hier passiert ist. Wir waren ja noch nicht mal nass dran. Das ist ja knochentrocken. Einfach nur eine trockene Reinigung. Klar, hier am Rand ist es natürlich noch so ein bisschen dreckig. Da kann man natürlich mit einem Polsterreiniger, Stoffreiniger und so weiter noch dran gehen, um da in die Detailarbeit zu gehen. Oder aber man benutzt auch ein Sprühextraktionsgerät wie ein Kärcher Putzi 8 beispielsweise. Als nächstes muss ich mich dringend, und dafür habe ich jetzt hier von den Nuke Guys den Allzweckreiniger, um nämlich diese wirklich sehr, sehr stark verdreckten Pedale kümmern. Und da müsst ihr wirklich immer herrlich aufpassen, dass ihr danach kein Schlier oder ähnliches drauf habt auf den Pedalen, sodass ihr da keine Gefahr lauft, dass da irgendwie was zu rutschig ist. Und jetzt gehen wir mal hin, füllen das hier mit dem Allzweckreiniger ein, hier genauso, lassen das Momentchen einwirken und dann, das ist eine sehr, sehr schöne Bürste hier von Sonax, habe ich von Micha, Spaltmicha gelernt, die hat nämlich relativ harte Borsten und da kann man nämlich ideal hier die Reinigung vollziehen. Ihr seht, das Sift, das tropft und dementsprechend legen wir hier vorsorglich, weil man liegt direkt was vor, drunter, so und genauso hier, ein bisschen drüber gehen. Zack, zack, ja, mit Kamera ein bisschen blöd in dem Winkel. Muss da noch gut drankommen, aber das geht schon. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit, die schnell erledigt ist. Wirklich ganz gründlich. Ja, das geht. Ist nicht zu glatt, aber auf jeden Fall richtig schön trocknen. Mit Druckluft ist natürlich am besten, jetzt hier sogar noch die Feuchtigkeit rauszuholen. So als kleinen Tipp. So. Hier natürlich auch beim Teppich mal gucken, da ist ein bisschen was drauf getropft, damit wir das abnehmen. Und das sieht halt wirklich schon mal ganz anders aus. Und wenn man das als Profi für einen Kunden in der Aufbereitung macht, der steigt halt einen ins Fahrzeug, Fußmatten alles super sauber, schön ordentlich gesaugt und so. Und dann hetzt du dann die dreckigen Pedalerie. Das ist halt echt peinlich. Das macht man nicht. Dementsprechend, so kann er die gut sauber machen. Kommen wir natürlich so zu dem Innenraumbereich, um den aufzubereiten. Und das mache ich ganz gerne mit Dr. Wok All in One. Dr. Wok, genau. So, meine gute Freispeinrichtungshalterung. Das ist diese hier. Und da kann ich auch direkt mein Feedback hier geben zu dem Sonax. Den habe ich jetzt 4 Wochen irgendwie sowas drin. Der riecht immer noch. Der riecht immer noch. Der riecht natürlich weniger als am Anfang, das ist nur logisch. Aber ist auch nicht mehr so stark, also so penetrant, um es böse auszudrücken, wie am Anfang. Ich finde es in Ordnung. Es ist so eine leichte Duftnote, die man im Raum hat. Die ist echt in Ordnung. Dementsprechend, ich sprühe mir ein bisschen aufs Tuch und wir gehen jetzt hin und machen hier so ein bisschen aufs Display. Tachofläche können wir damit ganz genauso machen, beziehungsweise Tachoscheibe. Und dann bekommen wir nämlich hier streifen- und kratzerfrei das Display wirklich sauber. Und das habe ich bei mehreren verschiedenen Fahrzeugen jetzt so schon praktiziert. Tesla zum Beispiel mit seinem riesengroßen iPad, sage ich ja dazu, habe ich das auch schon gemacht. Geht wirklich ideal. Ja, so ein richtig schöner All-in-One Allzweckreiniger. Und wir hier echt einiges schön machen können. Genauso hier kann man das Ganze natürlich auch schön sauber machen und entstauben. Wunderbar. Ich denke, ihr könnt das hier oben auch auf dem Armaturenbrett sehen. Ich habe wirklich länger nicht mehr gewaschen, beziehungsweise hier Innenraumpflege gemacht. Ich sprühe mir ein bisschen hier aufs Tuch und jetzt hier einfach nochmal mit einem Zieher durch. Zack, das ist halt wirklich genial. Ne? Ihr könnt natürlich vorher auch hingehen mit einer ganz weichen Bürste mit Pferderosshaar und saugt hier den Staub vorher ab. Aber ihr seht ja, wie gut das hier durch den Reiniger direkt im Tuch gebunden wird, ohne dass das jetzt sonderlich hier durch die Gegend fliegt. Ein oder andere Flusen, okay, aber nicht so viel, dass man jetzt sagt, nee, ich verteile es nur von links nach rechts, das bringt mich nicht weiter. Nein, im Gegenteil, so funktioniert das wirklich. Und danach gehe ich dann nochmal hin und mache eine richtige Pflege quasi drüber. Und natürlich bis vorne zur Scheibe durch, ganz wichtiger Punkt. Dann nochmal umfalten, trockene Stelle des Tuches, wenn man noch eine hat, so, passt. Und dann nochmal final drüber gehen und dann sieht das wirklich aber danach aus, oder? Richtig schön. So, gefällt mir. Das gleiche gilt natürlich hier für das Lenkrad. Kann man ebenso machen. Ich gehe nicht übers Leder drüber, da mache ich mal ein separates Video, weil das habe ich ja jetzt auch schon vor, boah, bestimmt 2, 3 Jahren beziehen lassen, sodass ich da auf jeden Fall ein ausführliches Reinigungsvideo jetzt mal machen möchte, was nach der kurzen Zeit, obwohl jetzt sind auch schon wieder ein paar Jahre, dann alles so drin enthalten ist, da ist schon ordentlich Schmutz drauf. Besonders klar,
Ich habe ja das ein oder andere Mal geschraubt mit dem Fahrzeug, mit Handschuhen, mal ohne Handschuhe. Dann hast du die Hände nicht richtig komplett gereinigt bekommen nach dem Schrauben und dann fasst du das Lenkrad an oder fährst, wenn du geschraubt hast, das Auto mal ein Stück vor, zurück oder musst irgend sonst was machen. Was will ich damit sagen? Das ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Ich habe leider nicht die finanziellen Mittel, um mir so ein schönes Fahrzeug zu holen und einfach nur hinzustellen, aber dafür ist es auch wiederum zu schade. Es ist ein Alltagsgegenstand, der halt genutzt und gebraucht wird. Und dementsprechend macht die Pflege halt einfach auch mehr Spaß, muss man ja dazu sagen. Hier natürlich immer wieder ein bisschen hingehen in den Ritzen, wo die Olga das hat. Alles schön rausholen, das Lenkrad mal ein bisschen, wenn es ein höhenverstellbares, hoch und runter bewegen, damit man wirklich überall drankommt, in jegliche Position, mal reinfahren, mal rausziehen, wenn es nicht ganz draußen ist. Und dann kriegt er das wieder ordentlich. Sehr schön. Okay, meine Freunde, da seht ihr auch nochmal schönen Caramba 7.0, mein absoluter Favorit als Nass-Trockensauger. Und dementsprechend, so sieht die Kiste jetzt wieder aus. Denke, das kann sich wieder sehen lassen, sieht wieder ansehnlich aus. Und auch hier im hinteren Bereich. Wenn ihr mir natürlich so ein Ding hier mal in einer guten Version empfehlen könnt, deutlich besser als der Quatsch. Also das ist wirklich enttäuschend. Ich habe es jetzt unten mal wieder richtig festgemacht. Das hält aber auch nicht ewig. Also da muss man sich mal wirklich Gedanken drüber machen, wie das perfektioniert befestigt werden kann. Dementsprechend, Freunde, ich verlinke euch alle Produkte, die ich verwendet habe, natürlich unterhalb des Videos in der Infobox. Daumen hoch, hau rein, bis zum nächsten Video und ciao. Ding Ding, ich habe eine Entschuldigung für dich. Möchtest du einen Burger? Boah, du musst auch mal wieder hin.